Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung am 18.12. In der sechsten Sitzung des Stadtrates am 18.12.14 wurde im DOP 33 beschlossen, dass der Oberbürgermeister Herr Dr. Kunze beauftragt wird, mit der Deutschen Bahn AG Verhandlungen zum Erwerb des Bahnhofes der Stadt Zeitz aufzunehmen. Über die Verhandlungen sind regelmäßig im Haupt- und Wirtschaftsausschuss zu berichten. Bei 29 anwesenden Stadträtinnen und Stadträten gab es dazu 26 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen. Frau Rosner, Sauerbier, einen kleinen Moment. Wir müssten noch eine Förmlichkeit erledigen. Und zwar hatten wir uns im Ältestenrat so entschieden, dass die Redezeit zum Haushalt mit 5 Minuten begrenzt wird. Für die Fraktionsvorsitzenden, die sich dazu äußern werden. Und dazu müssten wir jetzt abstimmen, ob das die Mehrheit mitträgt. So, wer dem die Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt die Ja-Stimme. Das ist die große Mehrheit, damit ist der Antrag. 2 Minuten, die anderen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Positive ist, es ist Januar und wir haben der heutigen Vorlage im ersten Versuch, dennoch nach zahlreichen oder nicht unerheblichen Vordiskussionen, den Haushaltsplan 2005 zur Beschluss, 15 zur Beschlussfassung vorliegen. Was haben wir? Wir haben einen Haushaltsplan, der zum einen ziemlich genau mit einer schwarzen Null ausgeglichen ist. Das ist ein Ergebnis verschiedener Versuche, neuer Zahlenansätze und Korrekturen der letzten Monate. Wir haben eine Prognose für ab 2016 mit erheblichen Jahresfehlbeträgen. Ziemlich identisch mit den Fehlbeträgen, wie sie 2013 auch noch für 2014 prognostiziert waren. Was hat sich geändert? Was ist die positive Entwicklung? Aus unserer Sicht ist keine positive Entwicklung gegeben. Im Rahmen der Diskussion, Zuweisung des Landes und ständiger Zahlenaktualisierung wurde mit sehr starken Bemühungen der Verwaltung, die man hier gar nicht in Abrede stellen kann, erreicht, dass der Haushalt ausgeglichen ist. Mit der Folge, dass zum einen uns erspart bleibt, in die Konsolidierung zu gehen und ein langjähriges Konsolidierungskonzept zum einen vorzulegen, als auch den nicht unerheblichen und mit einer gewissen Tradition behafteten Streit mit der Kommunalaufsicht über die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes als solches fortzusetzen. Seit 2013 hat es der Gesetzgeber vorgesehen, dass wir einen doppischen Haushalt haben. Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen sind seit 2006 bekannt. Wir, die Stadt Zeitz, haben in der Gesamtheit und nach unserer Lesart bis dato keinen kompletten, den gesetzlichen Vorgaben der DOPIG genügenden Haushalt. Uns fehlt zum Beispiel seit 2013 bis dato eine Eröffnungsbilanz, um einen solchen darstellen zu können. Ziel der DOPIG und der Landesgesetzgebung war es, Leistungen nach Verwaltung als Produkte zu definieren, Transparenz zu schaffen, Steuerungen als Ziel, Darstellung von Ressourcenverbräuchen, mit dem Ziel, am Jahresende für eine Stadt und eine Stadtverwaltung oder überhaupt für eine kommunale Verwaltung einen Gesamtabschluss zu schaffen, analog einem Firmenabschluss oder Konzernabschluss. Mit dem Ziel, aus den darin gewonnenen Kennzahlen neue Kennzahlen für das Folgejahr zu entwickeln und den Haushalt entsprechend zu optimieren. Davon und von dieser gesetzgeberischen Vorstellung sind auch wir in Zeitz, wenn auch nicht alleine, sehr weit entfernt. Der Haushaltsplan 2015 hat, wie bereits gesagt, ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 50 Millionen. Die prognostizierten Jahresfehlbeträge ab 2016 mit 4 bis 5 Millionen jährlich, die uns entweder zu weiteren Kunstgriffen bringen werden oder uns aber in die Notwendigkeit der Konsolidierung führen, hatte ich bereits erwähnt. Mit welcher Haltung gehen wir mit dem Haushaltsplan 2005 um? Es wird suggeriert und nach außen transportiert, es läuft wie immer alles auf Sparflamme. Nur mit entsprechender Genügsamkeit und verhaltenen Ausgabeverhalten können wir einen ausgeglichenen Haushalt darstellen. Wir trösten uns mit dem Vergleichen auf andere Städte, die eine schlechtere Pro-Kopf-Verschuldung haben,
oder die keine ausgeglichenen Haushalte herbeiführen. Wir rühmen uns ein Stück auch damit, dass wir über dem Landesdurchschnitt liegen, aber gefühlt bleibt eigentlich für uns als Bevölkerung eine gewisse Resignation bis hin zu einer Akzeptanz, die man auch als Ignoranz empfinden kann. Dem Haushaltsvolumen von 50 Millionen stehen insgesamt 2015 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Millionen gegenüber. Das sind rund 5%. Für jedes Unternehmen, mit dem es in Zahlen, wird das heißen, dass es von der Entwicklung Stillstand bedeutet, es ist keine Entwicklung mehr wahrnehmbar. Diese 2,7 Millionen setzen sich darüber hinaus aus 1 Million Investitionspauschale des Landes zusammen, 1,5 Millionen weiterer Fördermittel und nur einen Eigenanteil der Stadt Zeitz von 200.000 Euro bei einem Gesamtvolumen des Haushalts von 50 Millionen. Das ist das, was wir uns prognostiziert leisten können und was wir uns aber auch leisten wollen. Denn ein Haushalt ist auch immer ein Ergebnis von planerischen Ansätzen, Wünschen, Vorstellungen, die es gilt umzusetzen. Mit diesen Investitionen von 2,7 Millionen wollen wir erste Bauabschnitte in der Weißenfelser Straße, in der Tröglitzer Straße beginnen. Wir wollen das Franziskanerkloster, eigentlich eine Baustelle seit Jahrzehnten, fortführen. Das Schloss in der Moritzburg, auch im letzten Jahr begonnen, dort soll der Fahrstuhlanbau beendet oder fortgeführt werden. Die Michaeliskirche soll weiter in der Fassade saniert werden, übrigens eine Baumaßnahme außerhalb der Stadt Zeitz. Und das einzigste Neue ist ein Anbau an der Feuerwache mit einem Investitionsvolumen von rund 250.000 Euro, der wiederum zu 50% aus Fördermitteln finanziert wird und eigentlich nur dem Anbau neuer Garagen für größere Fahrzeuge, die anzuschaffen sind, dienen soll. Die Investitionen über mehrere Jahre haben Tradition. Sie haben aus unserer Sicht extreme unnötige Kostensteigerungen zu folgen, sind damit uneffektiv und zu führen zu ewigen unnötigen Belastungen von Anwohnern der entsprechenden Bauorte. Diese Politik, diese Haushaltspolitik, wenn auch keine einzelne weder in unserem Land noch in unserer Republik, setzt jedoch keine positiven Signale für die Einwohner. Wir haben keine sichtbare Entwicklung und gefühlt ist nur Stillstand. Herr Schwarz, für 2000 ich bitte Sie, zum Ende zu kommen. Sie überziehen bereits um 1 Minute die Redezeit. Wir haben beschlossen, Sie haben hier keine Sonderregelung. Ich bitte Sie. Dann beantrage ich, wenn wir die Formalie brauchen, eine Verlängerung. Bitte reden Sie hier nicht dazwischen, sonst muss ich Sie anmahnen. Dann beantrage ich hier formell die Verlängerung der Redezeit. Für 2016, wir haben geplante Fehlbeträge. Wie wollen wir denen entgegnen? Herr Schwarz, Sie wissen genau, dass Ihr Antrag nur mit Beschluss umgesetzt werden kann. Wir haben dazu nicht beschlossen. Es ist eine Redezeit von 5 Minuten. Sie reden bereits 7 Minuten. Ich bitte Sie nochmals, kommen Sie zum Ende. Ansonsten breche ich das ab. Herr Vorsitzender, ich danke jetzt für die mehrfachen Unterbrechungen. Ich würde doch wenigstens versuchen, die Rede jetzt zum Ende zu führen. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Fehlbeträge der Folgejahre entgegenzuwirken. Entweder mit einer erheblichen Steigerung der Einnahmen, wobei zu bedenken ist, dass zum einen die Hebesätze sich am oberen Limit bewegen und der Raum für wirtschaftliche Ansiedlung, die kurzfristig Einnahmen mit sich bringen, wohl auch sehr dünn ist. Auf der anderen Seite bleibt nur die Möglichkeit einer Kostensenkung. Kostensenkung mit der größten Kostenposition wird unsererseits in den Personalkosten gesehen. Alle Versuche in der letzten Zeit, wenn auch sehr punktuell, dahin zu wirken, wurden seitens der Verwaltung mit Verweis auf die bei der Verwaltung liegende Personalhoheit, Organisationsarbeit. Herr Schwarz, ich breche jetzt ab. Ich bitte Sie, Ihren Redebeitrag zu beenden. Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort. Ich erkenne hier nicht, dass Sie zum Ende kommen wollen. Sie überziehen immer wieder diese Redezeit. Wir müssen dazu nicht beschließen, wenn jeder macht, was er will. Bitte nehmen Sie Platz. Gut, ich erhebe grundsätzlich Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer Beschlussfassung zu einer Redezeit, da ich darin einen Verstoß gegen unsere Geschäftsordnung sehe. Ich werde dann entsprechend im Nachgang an der Sitzung das die Einwände erhoben. Ich bitte Sie jetzt, die Rede abzubrechen. Das wollte ich an der Stelle sagen. Ich will noch einmal sagen, zu einem Redebeitrag, jawohl, wir haben uns gemeinschaftlich entschieden, die Streichungen für 16 und 17, die Streichkonzerte, noch nicht durchzuführen, sondern die aus der Verwaltung angemeldeten Kosten
erst einmal drinne stehen zu lassen, damit uns da nicht was durchrutscht, wenn wir es jetzt schon runterkürzen würden, weil eine andere Priorität sicher gibt. Das ist eine Absprache. Das heißt, so wie wir in 13 den Haushalt 14 und in 14 den Haushalt 15 mit einem Defizit von ca. 4 Millionen in der langfristigen Finanzplanung dargestellt hatten und jedes Jahr dann ausgeglichen haben, wenn es im konkreten Haushalt ging, so wollen wir es auch und so haben wir es auch in den Ausschüssen besprochen für die Folgejahre handhaben. Und ich denke, es ist auch vernünftig, es so zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Entwurf zum Haushaltsplan 2015 brachte ich in der Stadtratssitzung im November des vergangenen Jahres in ausgeglichener Form ein, mit der Absicht, diesen noch im Jahr 2014 zur Beschlussfassung zu bringen. Die kurz darauf vergangene Ankündigung von zu erwartenden Änderungen in nur zwei Haushaltspositionen, die von uns nicht beeinflussbar sind, zum einen die Erhöhung der Kreisumlage um rund 400.000 Euro und zum anderen die Senkung der Gemeindeanteile der Einkommens- und Umsatzsteuern von rund 200.000 Euro, reichten aus, um dieses erklärte Ziel innerhalb der Frist, die zur Verfügung dann stand, in Frage zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt war für uns erstmal nicht mehr absehbar, ob und wie ein Ausgleich der Aufwendungen und Erträge des Haushaltes 2015 überhaupt möglich sein wird. Die Situation zeigt uns wieder einmal mehr, wie eng die Grenzen sind, in denen wir uns bewegen müssen. Unsere Spielräume für kommunale Entscheidungen sind geringer als je zuvor. Dieser Haushalt zeigt das Ergebnis unserer dauerhaften Anstrengungen und dass wir verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen. Wir haben erneut erreicht, dass, und das ist eine gute Nachricht, einen ausgeglichenen Haushalt heute beraten zu können. Die durch zahlreiche Gespräche mit ortsansässigen Unternehmen gewonnenen Erkenntnisse und die gesicherte Erwartung von Steuerrückzahlungen, aber auch Steuernachzahlungen im Jahr 2015 für Vorjahre versetzte uns in die Lage, Ihnen zu Beginn dieses neuen Jahres mitteilen zu können, dass der Ausgleich für das Jahr 2015 erneut gelungen ist. Trotz aller Freude über dieses Ergebnis möchte ich nicht verschweigen, dass Haushaltsplan 2015 nur deshalb ausgeglichen und aus unserer Sicht genehmigungsfähig ist, weil wir alle Fachbereiche strikt auf Diät gesetzt haben. Jede Kalorie, die ist in mühsamer Kleinarbeit auf den Prüfstand gekommen und musste im Zweifel ganz oder teilweise gestrichen werden. Wir sind bekanntlich in der Fastenzeit, haben aber bei wichtigen Vorhaben auf ein angemessenes Menü und nicht auf Trennkost gesetzt. Viele Positionen und Anträge aus den Fachbereichen, die aus meiner Sicht alle berechtigt waren, haben wir in Folgejahren schieben oder sogar vorerst streichen müssen. Deutlich erkennbar wird dies für Sie an den Investitionsmaßnahmen, deren Planung mit derben Einschnitten einherging. Sie erinnern sich an unser gemeinsames Ringen um die äußerst schwierige Entscheidung, für welche Maßnahmen die Fördermittel eingesetzt werden sollen bzw. welcher Maßnahmen Priorität einzuräumen ist. Besonders schwer ist uns das für die Projekte Weißenfelser Straße bzw. Wasservorstadt gefallen. Das erwähnte Menü trifft hier eben bei der Weißenfelser Straße auf Straßenbau in unserem Haushalt sowie Abwasseranlagen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu. Hier hätte eben die Trennkost zu wirtschaftlichen Unsinn geführt. Eine Investitionspauschale des Landes in Höhe von knapp 1 Million Euro sowie Zuwendung in Form von Fördermitteln in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro und ein geringer Eigenanteil ermöglichen uns ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 2,7 Millionen Euro. Schwerpunkte bilden in diesem Jahr folgende Maßnahmen: die Weiterführung des Förderprogramms Städtebadischer Denkmalschutz mit den Maßnahmen Schloss Moritzburg, Barrierefreiheit, Franziskanerkloster sowie die Bezuschussung privater Vorhaben, Fassade Michaeliskirche, 1. und 2. Bauabschnitt, Altmarkt 6 und Altmarkt 8. Die Erweiterung der Feuerwache, die Straßenbaumaßnahmen Trögnitzer Straße und der 1. Bauabschnitt der Schützenstraße im Rahmen der Förderprogramme Stadtumbau Ost sowie der Beginn des 1. Bauabschnittes der Weißenfelser Straße mit Mitteln aus dem Entflechtungsgesetz. Ebenso haben wir in den letzten Wochen die Haushaltsstelle Straßenunterhaltung, die sehr weit nach unten geraten war, dann doch noch einmal bei den Änderungsblättern, die Sie vor einer Woche bekommen haben, um 100.000 Euro aufgestockt, um das Mindeste tun zu können. Wir sind da bei dem Betrag jetzt wieder, den wir im Vorjahr zur Verfügung hatten, aber unter dem geht es nicht. Es war aber möglich, mit den von mir benannten Einnahmen damit umzugehen.
Sie haben bereits im Jahr 2014 begonnen, stark drei Maßnahmen, Dachsanierung, Grundschule, Stadt, Mitte, dritte SEC, ergeben sich unvorhergesehene Mehrkosten in Höhe von 140.000 Euro. Eine Erhöhung der gewährten Zuwendung ist ausgeschlossen. Um die Weiterführung und den erfolgreichen Abschluss der Dachsanierung dieser Einrichtung zu gewährleisten, beabsichtigt die Stadt, das Angebot der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt anzunehmen und einen zinslosen Kredit für 10 Jahre aufzunehmen. Aus diesem Grunde enthält die Haushaltssatzung 2015 in der heutigen Fassung, ich sage auch, was der Unterschied zur gestrigen Fassung ist, nun eine Kreditermächtigung in Höhe 140.000 Euro. Über diese Kreditermächtigung hat es bereits Gespräche bei der Kommunalaufsicht gegeben und die Genehmigungsfähigkeit ist uns, wie immer unter Vorbehalt, Vorlage Haushalt, zugesagt worden. Dass wir dieses tun, was der Unterschied zwischen den Papieren gestern und heute ist, die 140.000 Euro waren rechnerisch in allen Papieren enthalten, aber in der Satzung waren sie nicht addiert worden, sodass Sie hier diese Änderung in der Satzung haben. Also nichts Neues eigentlich an der Front bei dem Thema, nur Klarstellung. Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine Information zu den Kreditverbindlichkeiten der Stadt Zeitz. Der Stand der Restkapitalschuld der bestehenden Kredite betrug am 31.12.2014 ca. 10,8 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 353,14 Euro pro Einwohner zu diesem Zeitpunkt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten um ca. 1 Million Euro reduziert, was etwa 30 Euro pro Einwohner entspricht. Nach wie vor gehört die Stadt Zeitz zu den am geringsten verschuldeten vergleichbaren Kommunen im Land. Meine Damen und Herren, unser Augenmerk richtet sich im Jahr 2015 weiterhin auf die Fortführung und den Abschluss der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden nach dem Juni-Hochwasser 2013. Von den beantragten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von Erstantrag Papiere 26,4 Millionen Euro, ich komme dann mit einer anderen Zahl aus der Addition nochmal zurück, liegen inzwischen Zuwendungsbescheide vor. Für durchgeführte in einem Anteil vor. Für durchgeführte Maßnahmen wurden entsprechend Auszahlungen in Höhe von 7,8 Millionen Euro zum 31.12. vorgenommen. Nach dem Hochwasserereignis konnten bisher beispielsweise folgende Objekte wieder in Betrieb genommen werden: Klinkerhallen, Kegelhalle, Thälmannstadion, Schwimmhalle und Sommerbad, die Schießanlage im Tiergartenhof, die Einrichtung des COD in der Freilichtgradstraße, die Kita Kleine Strolche, Kita Musikus, der Schlosspark und das Frauenhaus. Der Haushalt 2015 zeigt uns sehr deutlich, und das insbesondere mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, dass wir langfristig und vor allem bedarfsangemessene Landeszuweisungen benötigen, um unsere Aufgaben im Sinne unserer Bürger erfüllen zu können. Denn unser Haushalt ist in diesem Jahr, wie in den Folgejahren, vielen Unwägbarkeiten unterworfen, die wir nicht bestimmen und nicht beeinflussen können. Denn die Städte und Gemeinden sind immer das letzte Glied einer Kette von Verteilungen, die an anderer Stelle entschieden werden. Ein Großteil unserer Aufwendungen ist bestimmt von Pflichtaufgaben, da bleibt nicht viel Handlungsspielraum. Für alle Aufgaben, die wir als Stadt erfüllen, ob freiwillig oder pflichtig, brauchen wir Personal. Wie Sie aus der dritten Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz für den Zeitraum 2015 bis 2021 entnehmen können, ist im Zeitraum 2011, zweite Jahreshälfte bis zum Jahresende 2017, ein Personalabbau von 45 Vollbeschäftigten, also knapp 70 Stellen, in Umsetzung. Die Übernahme aller derzeitigen und zukünftigen Auszubildenden ist dabei bereits berücksichtigt. Die Frage, warum trotz stetigem Personalabbau die Personalkosten im Haushaltsplan nicht rückläufig sind, ist in erster Linie der Tariferhöhung geschuldet, die sich im Zeitraum von 2010 bis 2015 auf mehr als 20% kumuliert belaufen. Meine Damen und Herren, ich wurde auch noch einmal gebeten, mit dem Thema Haushaltskassenkredit mich hier kurz zu beschäftigen, weil diese Position eine neue rechtliche Bedeutung mit dem KVG erhalten hat. Mit dem neuen KVG LSA wurde durch § 110 Absatz 2 wieder eingeführt, dass Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in ihrer Gesamthöhe von der Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen sind, wenn der Betrag ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Die Festsetzung unserer Haushaltssatzung liegt bei 9
333.100 Euro und damit vom Prinzip einen Euro unterhalb der Genehmigungspflicht. Im vergangenen Jahr hatten wir diese Ermächtigung bei 15 Millionen Euro festgesetzt. Zum 31.12.2014 waren davon 8.373.000 Euro in Anspruch genommen worden. Die Prognose zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltssatzung lag deutlich ungünstiger und ließ die volle Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens erkennen. Hauptursache waren die durch die Ermächtigung zur förderunschädlichen Maßnahme beginnen bei der Hochwasserschadensbeseitigung verauslagten Mittel, die aus unserem Maßnahmenplan umgesetzt worden waren. Der Hilferuf der Stadt an die Landesregierung führte dazu, dass die Fördermittelstellen einige wesentliche Maßnahmen kurzfristig gegenüber anderen Antragstellern vorgezogen, bearbeiteten, was uns Mittelabrufe ermöglichte. Dennoch, wir sind uns einig, Liquiditätskredite sind im Privatbereich kontingent, nur mit dem Unterschied, dass wir als Stadt im Moment, ich glaube, bei 0,2% Verzinsung liegen in der Drehe, während das der private Kunde beim Kontingent deutlich andere Zahlen dort auf seinem Kontoauszug wiederfindet. Um das an dieser Stelle in den Zusammenhang des Liquiditätskredits zu bringen, warum wir die Grenze 9.333.000 eingetragen haben. Gegenwärtig sind von unseren 105 Maßnahmen mit Eigenbetrieb Abwasser mit der Gesamtkostenprognose Hochrechnung, nachdem auch Maßnahmen begonnen wurden, 38.613.272 Euro in der Bedarfslage zur Hochwasserschadensbeseitigung. Nochmal 38.613.000. 59 Maßnahmen in einem Förderumfang in Höhe von 11,1 Millionen Euro sind bewilligt. Davon sind bislang 8 Millionen Euro abgerufen. Bei unserem größten Projekt, dem Erzhema-Stadion, umfasst die Summe der vier Teilanträge ca. 4 Millionen Euro. Die Bewilligung erwarten wir noch, haben aber darauf bislang 2 Millionen und 900.000 Euro verauslagt. Bei dem Maßnahmenplan Stark 3 erfolgt die Auszahlung der Fördermittel nicht zeitgleich mit dem Baufortschritt. Hier sind wir in der Vorfinanzierung von insgesamt 1.262.000 Euro. Um alle notwendigen Ausgaben leisten zu können, wurde für den Zeitraum 20.01. bis 23.02. ein Liquiditätskredit über 10.000 Euro bei der Sparkasse Burgenlandkreis aufgenommen. Wir hoffen, zu Quartalsende im Rahmen nur der Festsetzungen in der Haushaltssatzung auszukommen, beziehungsweise Sie haben jetzt die Differenzbeträge gehört, die Zahlen, je nach dem Fördermittelfluss kann sich der Betrag auch deutlich darunter bewegen. Das müssen wir sehen. Die Stadt Zeitz steht, auch wie viele andere Kommunen in unserem Land, vor der gewaltigen Herausforderung. Die äußerst begrenzten finanziellen Mittel mit Augenmaß und Weitsicht für die gegenwärtig anstehenden Aufgaben einzusetzen und in die Zukunft zu investieren. Nur so wird es möglich sein, das bisher Vorhandene zu erhalten und wenn auch in kleinen Schritten neue Möglichkeiten zu erschließen. Es ist für mich keinesfalls eine Pflichtübung, mich bei Ihnen für Ihr Interesse, die Gespräche sowie die konstruktiven Diskussionen im Rahmen der Vorbereitung des Haushaltes 2015 in den Ausschüssen und in den Ortschaftsratssitzungen zu bedanken. Gerade dort trafen wir nicht immer auf Verständnis für nicht berücksichtigte Investitionen in Ortschaften. Wir müssen die Ausgewogenheit des Stadtgebietes beachten und die Prioritäten aus den Gesamtanforderungen ableiten. Mancher Ortschaftsrat, der eben aus diesem Grunde in der Anhörung zum Haushalt diesem nicht zustimmte, darf darüber nachdenken, wie seine Haushaltssatzung 2015 aussehen würde, wenn die Ortschaft heute noch selbstständige Gemeinde wäre. Mein Respekt gilt nicht zuletzt auch Ihrem Verständnis für die recht schwierige Form der Darstellung und Nachvollziehbarkeit des Haushaltsplanes nach Umstellung auf die DOBIG, die den Umgang mit der ohnehin sehr schwierigen Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Zeitz für uns alle nicht einfacher macht. Ihrem Wunsch entsprechend möchte ich heute auch persönlich die Gelegenheit nutzen, Sie zum geplanten Inhouse-Seminar zum Thema Inhalt und Aufbau der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nach den Grundsätzen der DOBIG am 19. Februar 2015, 17 Uhr, hier in diesen Raum einzuladen. Mit der Bitte um Ihre Zustimmung zum vorliegenden Haushaltsplan 2015 bedanke ich mich bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit
und freue mich auf die nachfolgende anregende Diskussion. Das ist ja ein Beitrag. Unsere Fraktion war, will ich die 2 Minuten kurz nutzen, um die letzten Worte noch anzufügen, sehr geehrte Damen und Herren. Der Herr Schwarz hatte zunächst ausgeführt, dass wir die Möglichkeit sehen, Personalkosten durchaus einzusparen. Natürlich ist es richtig, dass der Oberbürgermeister die Organisationshoheit hat und das Personal entsprechend einsetzt. Aber wir als Stadtrat haben die Möglichkeit, Kennzahlen zu verlangen, Herr Schwarz führt es aus, die uns nachvollziehbar gewisse Entscheidungen nachvollziehbar machen bzw. vergleichbar zu den Folgejahren. Die Verwaltung hat im Haushalt 2015 einige Kennzahlen, Ansätze dazu geliefert, diese nachzulesen, reichen für unsere Dinge, denke ich mal, noch nicht aus. Da sollten weitere Kennzahlen erarbeitet werden, auch in den Ausschüssen. Der Herr Gensch hat es gerade angeschlossen. Wir möchten gerne diese Haushaltsdiskussion damit beenden, dass auch unsere Fraktion einen Antrag stellt, und zwar, dass wir ab dem Haushaltsjahr 2016, bitte das zu vermerken, die Kennzahl, also Personalkosten zu dem Gesamthaushaltsvolumen, dass die Personalkosten maximal bei 35% des Gesamthaushaltsvolumens bleiben, dass diese Kennzahl versucht wird zu erreichen, also dass wir diese Kennzahl einführen. Momentan sind es, glaube ich, 38,99% Personalkosten in Bezug zum Haushalt. Meines Wissens, wenn ich richtig bin, steht das auch in den Anfangsseiten zum Haushaltsplan mit drin. Diese Kennzahl möchten wir, dass Ansätze geschaffen werden, dass die unter 35% des Gesamthaushaltes verbleibt. Danke. Wie bereits angekündigt, möchte unsere Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und wir Fraktion beantragen, im Rahmen der Haushaltsverabschiedung, dass 15.000 Euro für die Durchführung des internationalen Duathlon-Wettbewerbes in Zeitz bereitgestellt werden. Begründung: Mit diesem Wettkampf wird das Ziel verfolgt, weitere internationale Wettbewerbe nach Zeitz zu holen. Damit würden wir unser Image in der Region deutlich steigern und auch unsere Weltoffenheit dokumentieren. Dies wäre für unsere Zukunft ein nicht zu unterschätzender Fakt. Wir bitten, das abzustimmen, und erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Zum Protokoll bitte, und beantrage gleich Gemeindeordnung, das ist das höchste Organ, geht über den Ältestenrat, 3 Minuten Verlängerung der Sprechzeit. Ich verpflichte mich aber, auf die 5 Minuten trotzdem einzuhalten. Also, ja, Gesetz geht über Stadtrat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Redebeitrag ist ein bisschen locker. Ich habe einen Herrn Schwarz, muss ich mal sagen, großes Lob. Es war der Beste bisher. Man lernt nie aus. Seit langer Zeit hatte ich wieder einmal die Gelegenheit. Ich beantrage 1 Minute Gedenkzeit für 70 Jahre Auschwitz an die Opfer von Auschwitz. Ich bitte das, Herr Vorsitzender, vielleicht mal zu prüfen und in diesen Stadtrat, wir sind sonst immer aufgestanden zu so einem Anlass, 1 Minute Herr Gedenkzeit. Herr Hörig, ich bitte Sie zum Haushalt. Und ja, ich weiß hier nicht, ob das jetzt die... Nein, prüfen Sie es. Also, das machen wir so nicht, wie Sie das möchten. 10 Minuten Pause und hinterher machen wir das. Man lernt nie aus. Seit einiger Zeit hatte ich wieder einmal die Gelegenheit, zu einer Ältestenratssitzung teilzunehmen. Dabei ging es im Pro und Contra um die Auschwitzer Treppe, über tausende Menschen in die Gaskammer getrieben wurden, und den roten Teppich, der für die Befreier des KZs Insassen und Soldaten der... Ich bin gleich fertig, der Roten. Hier. Ich entziehe Ihnen sofort das Wort, wenn Sie nicht zum Haushalt Stellung nehmen. Das hat hier zu diesem Tagesordnungspunkt nichts zu suchen. Das ist fehl, was Sie hier darbringen. Respektiert, Herr Vorsitzender. Ich entziehe Ihnen das Wort. Das ist die letzte Mahnung jetzt. Wunderbar. Nehmen Sie es bitte ernst. Was sagte doch ein Mitglied der Fraktion der Linken im Hauptausschuss vergangener Woche? Sie, die Räte, sollten sich nicht von Wunschdenken leiten lassen. Ne? Stimmt doch. Ja. Jawohl. Dem habe ich mit folgender Begründung widersprochen. Wünsche sollten an den Weihnachtsmann gestellt werden. Hier und heute
geht es darum zu prüfen, ob Beschlüsse des Stadtrates auf dem Gebiet des beschlossenen Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz, der Tourismuskonzeption und der Erfüllung der längst überfälligen Beschlusses von Juli 2012 zur Erstellung eines Leitbilds für Zeitz erfolgt sind, um die Lebensqualität der Bürger unserer Stadt zu verbessern. Fakt: Die Beschlüsse des Rates werden durch den Oberbürgermeister nicht erfüllt. Das Schlimmste dabei ist, dass sich einige Damen und Herren mehr um ein anderes Problem beschäftigen, ich lasse jetzt das hier weg von dem Kram da unten, als mit ihren Verpflichtungen zur Durchsetzung gefasster Beschlüsse. Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, besonders für unsere Region. Touristen bringen Geld in die Stadt und schaffen dadurch Arbeitsplätze. Für die Umsetzung der touristischen Zielstellung werden Finanzmittel benötigt. Statt diese im Haushalt einzustellen, wurden auf dem Sektor der Kultur 16.000 Euro gekürzt. Ein nicht nachvollziehbares Beispiel auf dem Gebiet des Sporttourismus ist die geplante Duathlon-Veranstaltung. Hier muss ich jetzt natürlich sagen, danke Herr Oberbürgermeister, dass Sie hier die Tür wenigstens im Fuß reingesetzt haben. 15.000 Euro wurden ohne Beschluss des Rates außerhalb des Haushaltes für eine Säuberungsaktion einer Abwasseranlage ausgegeben. Mit den abfließenden Wasser sind auch die 15.000 mit verflossen, wenn das dazu kommt. Es muss ein Sprühbrunnen her. Ohne Einbeziehung der Fachausschüsse und des Rates wurde ein Monster installiert, das den Steuerzahler ca. 60.000 Euro kostete. Ich gehe mit den 60.000 auf die 15.000, die Frau Rossner-Sauerbier braucht. Wer hat eigentlich diese Ausgabenvergabe und den unleserlichen Textgestaltung am Minisockel des ODF-Denkmals ausgelöst? 800.000 waren für den von der Wir-Fraktion vorgeschlagenen Aufzug in der Moritzburg geplant. Heute erreichen wir fast das Doppelte. Aber 15.000 für die Belebung der Innenstadt mit Hilfe einer Sportveranstaltung findet im Rat Fragezeichen. Jetzt, ich habe keine Unterstützung, aber ich halte mich jetzt hier zurück. Heute liegt uns eine Vorlage zur Gestaltung des Goetheparkes, der unter Denkmalschutz steht. Gestern wurde im Ältestenrat gesagt, steht nicht unter Denkmalschutz. Ich habe mich erkundigt, steht unter Denkmalschutz. Das hochwertige Denkmal, das vom Professor Schinkel Berlin erbaute Grabmal des Herrn Delbrück, dem Lehrer des Kronprinzen Wilhelms II. An dieser Stelle gebe ich Herrn Oberbürgermeister Dr. Kunze die Anschrift der Schinkel-Gesellschaft bekannt. Der Ansprechpartner ist Herr Gutmann, mit dem habe ich heute gesprochen. Die entsprechenden Hinweise wurden erteilt. Um noch ein Beispiel. Herr Hörig, ja. Herr Hörig, Ihre Redezeit ist abgelaufen, genau. Bitte kommen Sie zum Ende. Ja, natürlich. Letztes Beispiel ist Weiße Elster, Weinroute, nicht wegen Wein, aber wegen Sport. Seit Anbeginn des Herrn Oberbürgermeister Kunze 2009 bitten wir um den Wirtschaftsfaktor Unterstützung Weinroute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich denke da an Luther, an Ihren Daten erkennen Sie. Ich danke Ihnen. Ja, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, ich möchte es insofern auch wegen der 5 Minuten kurz machen und danke Herrn Oberbürgermeister vorab für die ausführliche Berichterstattung zum Haushalt. Es ist dadurch auch möglich geworden, manches sozusagen nicht nochmal aufrufen zu müssen. Wir haben zwischen der ersten Beratung im letzten Jahr und dem heutigen Tag in unserer Fraktion auch nochmal intensiv über all das beraten, was an neuen und anderen Aufgaben und Zahlen in den Haushalt eingeflossen ist. Und es gab dabei mehrere Dinge zu berücksichtigen und eins, was auch ich heute noch mal ansprechen möchte, ist die Liquidität der Stadt. Der Oberbürgermeister hat es genau ausgeführt.
dafür bin ich jetzt erstmal an dem Punkt zu sagen, okay, aber wir wissen alle, die Spitz auf Knopf, der steinige Weg ist noch nicht vorbei. Und aus diesem Grund ist unsere Fraktion nach wie vor an der Seite zu sagen, wir müssen nach all dem, was jetzt auch in diesem Haushalt wieder drinsteht, froh sein, dass wir so einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Wir werden also als Fraktion diesem Haushalt zustimmen. Ich möchte trotz allem auch noch ein klein wenig auf die Ortschaftsräte eingehen und eine Bitte nochmal loswerden. Es ist an sich ein Verfahren mit den Ortschaftsräten, was gar nicht so kompliziert ist. Und ich glaube, nachdem wir es dann nun zwischen Dezember und Januar relativ kurz auch, und da bedanke ich mich bei der Verwaltung, nochmal aufarbeiten konnten, was zumindest den Ortschaftsrat betrifft, dem ich noch angehöre, ist das eine Möglichkeit, vielleicht fürs nächste Mal Dinge vorzubereiten für die Ortschaftsräte, sodass wir dort eventuell dann etwas mehr Zustimmung in der Anhörung erfahren, als es dieses Mal der Fall ist. Ich bin trotz allem sehr froh, dass wir die Maßnahmen, für die Fördermittel in Frage stehen, in allen Ortsteilen, Ortschaften und der Kernstadt gegenfinanzieren können. Und das ist eine gute Botschaft, weil das ist immer auch Auftrag für die Wirtschaft, für die Unternehmen der Stadt. Und wenn wir hier uns immer wieder auf die Gewerbesteuer zurückziehen müssen, dann erleben wir nach wie vor in Zeitz hohe Schwankungen in diesem Bereich, was eine Haushaltsplanung nach wie vor in Zeitz besonders schwierig macht. Ich möchte ausdrücklich der Verwaltung Dankeschön sagen, dieses Mal im doppelten Sinn, weil sehr krankheitsbedingte Ausfälle es trotzdem möglich gemacht haben, dass wir die Beratungen und viele Termine zwischendurch auch jetzt im Januar noch gut zu Ende bringen konnten. Und ich denke, das zeigt auch heute unsere Haltung. Wir werden also zustimmen. Vielen Dank. Lieber Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, werte Stadträtinnen und Stadträte, die kleinste Fraktion Zeitzer für Zeitz wird diesem vorgetragenen Haushalt zustimmen. Nach unseren Möglichkeiten haben wir die Materialien studiert, die Erläuterungen der Verwaltung in den Ausschüssen verfolgt, teilweise diskutiert und zur Kenntnis genommen und teilweise zur Kenntnis nehmen müssen. Zu den Zahlen wurde in vielen Ausschüssen viel gesagt, dazu möchte ich nicht im Einzelnen eingehen. Wir hoffen nur, dass die Unterkommunalaufsicht den Haushalt billigt, beziehungsweise wenn nicht, wir dann zügig beraten, was es nach Auffassung der Kommunalaufsicht zu verändern ist. Wir brauchen einen genehmigungsfähigen Haushalt, damit wir 2015 unsere geplanten, sowie vom Oberbürgermeister dargestellten Investitionen weiter fortführen bzw. beginnen können. Einsparungen dabei sind fast nicht möglich, am Kultur-, Sport- und Kindern und anderen freiwilligen Leistungen rumzubasteln, wäre für unsere Stadt schädlich, denn dann wäre die Stadt unfreundlich. Nicht nur 2015 ist es schwierig, auch die nächsten Jahre werden uns herausfordern und die werden kompliziert werden. Wie gesagt, wir stimmen den Haushalt zu. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem wir uns in den zurückliegenden Legislaturperioden in der Regel kritisch zum Haushalt geäußert haben, wollen wir das diesmal anders handhaben. Wir wollen mal loben. Wir wollen mal loben, dass die Haushaltsdebatte, die Haushaltsgestaltung, der gesamte Umgang mit den Haushalten in den letzten Jahren an Qualität deutlich gewonnen hat. Wir haben Januar und die Verwaltung legt uns einen ausgeglichenen Haushalt vor. Viele Stadträte werden sich noch an Jahre erinnern, wo wir im laufenden Haushaltsjahr heftige Debatten darüber geführt haben, wann wir endlich mal einen Haushaltsentwurf vorgelegt bekommen. Das gehört Gott sei Dank der Vergangenheit an. Also das erste, die Termintreue, das zweite, die Ausgeglichenheit und das dritte, was für uns ganz wesentlich ist, das ist die Transparenz. Alle Stadträte werden wir mit Sicherheit zustimmen, wenn es in den Ausschüssen Fragen zum Haushalt gab,
wurden die in der Regel sofort oder umgehend danach schriftlich beantwortet. Jede Änderung, die aus Richtung Kreis oder Land oder was weiß ich woher kam, wurden uns kurzfristig mitgeteilt. Wir waren immer auf dem aktuellsten Stand. Dass das manchmal bei der neuen Doppik-Haushaltsführung nicht so ganz einfach ist, nachzuverfolgen, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich hatte es schon eingangs erwähnt, die Haushaltsdebatte insgesamt hatte für uns eine ganz andere Qualität. Und dafür kann man der Verwaltung auch mal Danke sagen. Ja, ansonsten, was zum Haushalt zu sagen ist, ist in den Ausschüssen lang und breit diskutiert worden. Die Spielräume sind immer kleiner geworden. Der nach wie vor größte Brocken im Personalhaushalt sind die Haushalt sind die Personalkosten. Dass da die Vorstellung über Anzahl der Beschäftigten in der Verwaltung zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung etwas auseinandergehen, das liegt in der Natur der Sache. Das wird mit Sicherheit im Stadtrat jeder anderen Stadt genauso aussehen. Aber auch da hat sich eine erfreuliche Sachlichkeit eingestellt. Der Oberbürgermeister hat darauf hingewiesen, was für Anstrengungen unternommen worden sind, was teilweise auch für Erfolge erreicht worden sind, dass die durch die Tariferhöhung wieder aufgebraucht wurden. Mag man negativ beurteilen, den Angestellten der Verwaltung, die 20% mehr an der Lohndüte haben, den ist dafür zu gratulieren. Ja. Es wäre gut, wenn das in allen anderen Bereichen ähnlich aussehen würde. Ja, ansonsten, es bleibt nur allgemein zu sagen, die wirtschaftliche Situation in Zeitz ist nach wie vor, dass wir aus eigenem Steueraufkommen noch lange Zeit nicht selbsttragend sein werden, dass wir auf Zuweisungen von außerhalb angewiesen sein werden. Die haben zum Glück in den letzten Jahren aufgrund der Wirtschaftssituation in Deutschland einen Umfang gehabt, der auch mit dazu beigetragen hat, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt gerade noch so hinbekommen haben. Das muss auf Dauer nicht so sein. Wir alle hoffen, dass es so weitergeht, aber wir kennen die konjunkturellen Schwankungen. Deswegen werden wir als Stadträte oder als Mitglieder unserer Stadtratsfraktion in den nächsten Jahren auch das Hauptaugenmerk darauf legen, alles das zu tun, was die Wirtschaftskraft der Stadt Zeitz stärkt. Da gibt es ja einige ganz erfreuliche Initiativen. Volle Unterstützung unsererseits findet zum Beispiel die Aktion Gewerbeband Unterstadt, die unter der Leitung von Herrn Stöber doch schon recht vorzeigbare Erfolge aufweisen konnte. Darauf werden wir uns konzentrieren. Ansonsten, wir haben einen Haushalt, dazu können wir uns beglückwünschen. Unter Verwaltung nochmal vielen Dank dafür. Ich möchte zu den Personalkosten nicht erläutern, aber Seidelt, ich gebe Ihnen völlig recht, persönlich gönne ich es den Mitarbeitern ganz genauso, dass sie Inflationsausgleich, mehr ist es ja nicht bei Tarifdingen. Nur, ich wäre natürlich dankbar, wenn der Bundesgesetzgeber die Mehreinnahmen an Steuern daraus vielleicht auch anteilig an uns verrechnen könnte. Und da kommt nämlich nichts. Profitierende von den Veränderungen sind das Finanzamt und die Krankenkassen, wie ich diese Woche ein Gespräch entnehmen konnte. Die jubeln richtig zurzeit. Ich möchte an dieser Stelle den Dank, der hier von mehreren Fraktionen an die Verwaltung geäußert wurde, ausdrücklich auch meinen Mitarbeitern im gesamten Haus weitergeben, die manchmal wirklich nicht mehr wussten, was rechts und links ist, was oben und unten ist und trotzdem das Beste gegeben haben, dass wir das ermöglichen konnten. Hier werde ich wieder mal bestraft, Herr Schwarz, mit Ihrer zutreffenden Betrachtungsweise dafür, dass ich gesagt habe, diese Unterlagen der Planer sollten im Betriebsausschuss noch ausgereicht werden, gesagt habe, und allen Stadtratsmitgliedern auch gegeben werden. Sind die Hintergrundunterlagen, sind nicht die zwingenden Anlagen zu dieser Vorlage. Wenn Sie dieses so betrachten, unvollständige Ladung, muss ich das zur Kenntnis nehmen. Lade aber gleichzeitig ohne weitere Vorbereitungen mit den gleichen Unterlagen, die Sie heute haben. Und heute haben Sie die DVD zur nächsten Stadtratssitzung den gleichen Tagesordnungspunkt. Ich kann es leider nicht beschließen, wenn Sie diese Rüge machen, weil ich gewärtigt sein muss, dass Sie die Kommunalaufsicht anschreiben und den Beschluss beanstanden lassen und dann noch gar nicht gekommen. Es bringt uns lediglich 6 Wochen Zeitverzug. In
der Umsetzung und Probleme dann sicherlich häufiger. Die Auswirkungen sind ja, wenn wir termingebunden sind, ja, sind ja bereits im Zeitverzug, weil der Betriebsleiter vergangenes Jahr diese Unterlage, die Maßnahme oder die Vorbereitung der Tagesordnung jetzt nicht zu Ende geführt hat. Wir sind im Zeitverzug, bereits mehrere Wochen. Ich bin nicht der Auffassung, dass es ein Ladungsmangel ist, auch wenn Sie das so feststellen. In öffentlicher Sitzung muss ich das so hinnehmen und werde mich darüber jetzt nicht zanken. Weihnachtsmärkte in Zeitz ab 2015, Weihnachtsmarkt in der Stadtmitte, historischer Weihnachtsmarkt. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Hier kommt zur Abstimmung der im Hauptausschuss geeinigte Endvorschlag, der Ihnen vorliegt, mit folgender Präzisierung. Sie haben ihn vorliegen in Punkt 4. Steht die der Stadt Zeitz gehörenden Markt. Nein, der heutige Stand erledigt. Verzeihung, ich war schon wieder. Die der Stadt Zeitz gehörenden Marktstände, das ist die richtige Fassung. Da steht es noch da. Gibt es dazu Redeanträge? Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer diesen Zustimmung erteilt, bitte die Ja-Stimme. Dankeschön, Herr Heinrich. Gut, Herr Rüssel, drei Fragen. Frage 1, Bilderanestraße. Wir wissen alle, dass das Bild uns allen nicht gefällt. Ich habe aber nur das Baurecht zur Verfügung. Wir müssen uns beeilen, endlich, obwohl wir uns beeilt haben, formfehlerfrei unsere Pläne wie den B-Plan, wo die Rahnestraße mit einbezogen ist, zu Ende zu bringen, um dann in der Lage zu sein, bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Die Anforderungen an Sanierungsgebote sind sehr hochgestellt und müssen rechtssicher sein. Sie wissen selbst, dass es Menschen in unserer Stadt gibt und Eigentümer auf dieser Straße, die ohne rechtssichere Entscheidungen durch den Stadtrat auch einen Bescheid nicht akzeptieren würden und eine Aussicht auf Erfolg haben würden. Zweitens, Ruine Zikiba 2 haben Sie gesagt. Zikiba 2 ist für mich das Schädelstraße 6 vor der Bahn, wenn ich von der Naumburger Straße komme. Sie meinen auch möglicherweise an der Kreuzung Albrechtstraße, Geschwister-Scholl-Straße. Das ist aber Zikiba 1. Da wissen Sie, dass wir das nicht ausschreiben, dass wir gesagt haben, wir suchen Konzepte, wir müssen für alle 6.000 Quadratmeter Lösungen finden, wie es insgesamt verwendet wird. Eine Ausschreibung für das Objekt wird es nicht geben. Wenn unterdessen waren an meinem Tisch zahlreiche Einzelinvestoren, die nachgefragt haben, ob sie es haben könnten, haben auch Pläne mitgenommen. Ich habe noch keine Antworten bekommen, weil das ist eine Immobilie, die wir auch bei einem Konzept entsprechend veräußern können, wenn es umsetzungsglaubhaft ist. Dritter Punkt, höre ich ganz klar, es gab einen Beschluss des Stadtrates, dass die Stadt die Mühlgrabenbrücke nicht mehr bearbeitet, sondern den Landesbetrieb Baues machen lässt. Es wird im Moment an der Planung gearbeitet, der Baubeginn ist im Moment frühestens im November diesen Jahres durch den Landesstraßenbaubetrieb angekündigt. Frühestens.